Ja. Sehr knapp, aber geschafft. Perfekt. Aber auch nur für diese zwei Lichter hier, oder? Ich glaube, sonst gab es hier nichts. Aber das ist wahrscheinlich der Truck, den er damals geklaut hat von seinem Vater. Ist gut möglich. Gibt es hier noch irgendwo Lichter? Nicht, dass ich sehe, oder? Ich glaube, wir müssen jetzt hier alle haben. Aber okay, dann hat das Spiel auch so ein paar Rätselaspekte mit drin. Jetzt verstehe ich auch, warum Twitch da als Tag vorgeschlagen hat Rätsel. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Das sieht da aber nicht so schön aus. Ich möchte da nicht hin. Du dachtest wohl, ich sehe dich nicht, kleines Licht. Ich sehe alles. Aber das sieht hier echt nicht schön aus. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Okay, hier scheint es nichts mehr zu geben. Ich vermute, gleich kommt auch ein Ladebildschirm. Aber ich frage mich auch, wer die Personen sind. Also, ich meine, wir lernen jetzt den Mann immer mehr und mehr kennen. Aber wer ist die Frau? Ist es eine Ehefrau? Ist es eine Freundin? Also scheinbar ist es nicht seine Mutter, weil der meinte gerade, also sie meinte ja gerade, dass sie sich nie getroffen hätten. Wobei es natürlich auch sein kann, dass die Mutter früh weggegangen ist und er sie so gesehen wiedergefunden hat. Das ist alles möglich. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass diese Geysire hier mir ein bisschen Angst machen. Ich meine, heißes, sprühendes Wasser ist, glaube ich, nicht so das Angenehmste für einen Fuchs. Okay. Wir sollten scheinbar da rein. Ich frage mich jetzt auch, ob es einen Unterschied gemacht hätte, wenn wir in einen anderen Geysir reingegangen wären, aber ich schätze mal nicht. Ich finde auch diese Pfötchen sehr süß. Ah. Da ist Licht. Gehen wir mal zu dem Licht da. Das ist jetzt Sommer? Ich schätze mal, das soll jetzt den Sommer darstellen. Also ich vermute, danach kommt noch Herbst und dann, ja, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was uns noch hier groß erwarten wird. Also, wir hatten ja gerade auch die Teenage-Jahre von dem Typen. Darum vermute ich, dass sie jetzt so junges Erwachsenenalter kommt. Und danach könnte höchstwahrscheinlich sein jetziges Alter kommen. Ich meine, wir wissen jetzt auch nicht, wie alt er ist, aber der klang jetzt auch nicht so alt. Also der klang eigentlich nach so einem normalen middle-aged man.
Oder Woman with a deep voice. Wer weiß. Vielleicht hat er auch einfach nur eine sehr männliche, also vielleicht hat sie einfach nur eine sehr männliche Stimme. Aber ich bezweifle es. So. Oh, die Musik setzt wieder ein. Wunderschön. Die Bäume im Hintergrund wachsen. Jetzt ist die Frage, war das so gewollt oder ist das wegen Grafikeinsparung? Das weiß ich leider nicht. Hier ist ein kleines Licht, was auf und ab springt. Hallo, kleines Licht. 0 von 3, oder? Ah, okay, genau in dem Moment, wo es runtergeht. Das ist so Reaktion. Ich hoffe aber, dass es jetzt nicht irgendwie auf Zeit oder so, sondern dass ich die einfach nur im Allgemeinen finden muss. Ich sehe hier aber auch keine anderen, um ehrlich zu sein. Aber ich sehe hier auch kaum Lichter. Also so, kaum Sammelobjekte. Ich denke einfach mal nicht, dass es auf Zeit sein wird. Also dass man die in einem bestimmten Zeitalter aktivieren muss. Da ist gerade wieder ein Baum gewachsen, falls ihr das gesehen habt. Ah, da sind Sammelobjekte. Und da ist ein kleiner Baum, der etwas besonderer aussieht. Oder vielleicht kommt es mir einfach nur so vor. Aber der steht gerade irgendwie besonders da. Meine Stimme. Meine tiefe, bassige Stimme. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk. And I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Okay, der Typ war echt ein seltsames Kind und es scheint wieder um seine Kindheit zu gehen. Also ich hätte erwartet, dass es jetzt halt um sein Erwachsenenalter geht, aber es klang ja gerade immer noch nach Kindheit. Also es ist wohl doch nicht chronologisch. Ich frage mich auch, ob es hier wieder Schmetterlinge gibt oder ob das jetzt für dieses eine Level war und jetzt nicht mehr. Was liegt denn da? Wisst ihr, mich interessieren halt auch die Dinge, die jetzt kein Licht haben, also mit denen ich nicht interagieren kann, weil die manchmal so interessant aussehen. Ja, guck mal. Sieht aus wie nach den Anfängen eines Architekten. Der meinte ja vorhin, dass er irgendwie ein Schreiner oder Architekt sei. Zumindest hat er ja angedeutet, dass bei seiner Kinderzeichnung vom Haus irgendwie seine Karriere anfing. Also, durchaus möglich, dass der halt jetzt über seinen Karriereanfang auch spricht. Und das war gerade halt nur so eine kleine Nebenstory. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, ob es am Ende eine Auflösung gibt, wer oder was dieses Gespräch ist. Und ich meine, an sich erzählt er ja nur einen Traum. Das ist ja nicht mal so merkwürdig, auch wenn sein Traum sehr detailliert ist und sehr awesome. Sowas würde ich auch gerne mal träumen. Dann gucken wir mal, was hier vergraben ist. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually to shut him up, I agreed.
We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those three obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I love sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Schön, dass er sich mit seinem Vater dann auch ausgesprochen hat. Ich hatte schon Angst, was da jetzt für eine Geschichte mit dem Messer kommt, aber das war doch nur ein Campingausflug. Mein Dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. Ah, ein Vogelhaus. He made tons of birdhouses. Not that he was into birdwatching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Aber sehr süß, dass der sein Carving, womit er ja dem Sohn als Kind immer Spielzeug gemacht hat, dann genutzt hat, um mit denen zusammen Vogelhäuschen zu bauen. Ich habe als Kind auch mal versucht, ein Vogelhäuschen zu bauen, aber aus so Eisstielen. Und ich war nicht sonderlich schlau, aber ich war auch noch sehr, sehr klein. Und ich habe das mit Nägeln zusammen gemacht. Und ich weiß noch, wie meine Eltern mich ausgelacht haben, als ich dann so, sagen wir mal, so ein Viertel oder so vom Vogelhäuschen hatte, weil die dann drauf geguckt haben und gemeint haben, du, das wird nichts, weil du baust da kein Vogelhäuschen, du baust da eine eiserne Jungfrau. Weil ich einfach die Nägel durch die Eisstiele gebohrt habe und dadurch innen drin diese Eisennägel rausgeguckt haben. Und die mussten so lachen. Ich kann mich noch so gut dran erinnern. Ah, Blueprints. Aber ich finde es sehr schön, dass er mit dem Vater drüber geredet hat, dass er Architekt werden will. Jetzt habe ich auch verstanden, wie sein Lebensweg aussah. Also scheinbar war der Vater Schreiner und der Sohn sollte halt auch Schreiner werden. Und der Sohn hat dadurch irgendwie das Gefühl gehabt, eingeengt zu sein. Und dann hat er dem Vater irgendwann, als er eben seinen Namen in einem Baum eingraviert gesehen hat, erklärt, du Papst, ich möchte aber eigentlich lieber zeichnen. Und ich glaube, das hier hatten wir schon aktiviert, oder? Ich glaube, das war das vom Anfang. Ja, das haben wir schon aktiviert. Ich hätte jetzt hier nicht eigentlich erwartet, dass es um eine Geschichte von Vater und Sohn geht. Weil auf den ganzen Screenshots war halt dieser Fuchs drauf und The First Tree und sowas. Und ich dachte, es geht eigentlich um einen Fuchs, der so den Winter überstehen möchte. Und ja, stattdessen geht es um einen Fuchs, der sein Junges verloren hat. Vielleicht all seine Junges, wissen wir nicht. Und das alles ist der Traum von einem Mann, der scheinbar einen ziemlichen Vaterkomplex hat. Darf man ja so sagen.
ja nichts Verwerfliches. Sowas passiert nun mal. Den Stein hatten wir auch schon aktiviert, oder? Ich glaube ja, aber zur Sicherheit gucke ich nochmal nach.